Heißt, wenn wir Entscheidungen treffen müssen, brauchen wir Ordnung in unserer Entscheidung. Und selbst wenn wir lügen, brauchen wir Ordnung in unserer Entscheidung. Ich möchte Ihnen heute ein Stück weit ein Buffet mitgeben, wie Sie Ihre eigene Resilienz relativ leicht und einfach im Alltag steigern können. Das heißt dann im Umkehrschluss, dass es ein Irrtum wäre, zu denken, dass jeder von uns hier jeden Tag Hunderte oder Tausende ganz bewusster und rationaler Entscheidungen treffen würde, sondern wenn wir ganz genau schauen auf unseren Alltag, da werden wir sehr schnell eine Sache feststellen, nämlich, dass wir eben ständig denselben alten Denk- und Verhaltensmustern folgen. Implantate oder künstliche Hände oder sowas, die können bereits per Gedanken gesteuert werden. Das heißt, wir sind ganz nah dran, dass wir so ein Gerät, das wir halten und mit den Fingern steuern, eigentlich gar nicht mehr brauchen. Sondern das könnte über die Kontaktlinse gehen und dann über die Gedanken. Wir haben also einen sinkenden Bestand und wir haben in bestimmten Branchen, in bestimmten Berufsgruppen und in bestimmten Regionen einen steigenden Bedarf. Und damit quasi haben Sie dieses Spannungsfeld. Ich bin heute Abend der König der Taschendiebe. Was macht ihr? Ich zeig's euch. Einfach mal alles gut festhalten. Jetzt wird geklaut. Ich fange vorne an. Schreiber, noch ein Portemonnaie und ich finde, das erstmal ein Applaus wert an die, die sich von ihren